Ja, Teslas neue Farbe Quicksilver beim Model Y Performance, gestern gesehen beim Seat & Greet Ladepark in Hilden. Und ich muss wirklich sagen, die Farbe hat mich doch tatsächlich geflasht. Ich hoffe, das kommt auf dem Video hier einigermaßen rüber. Aber da ist eine Tiefe drin in diesem Silber, noch so ein Schwarzanteil und das glänzt unglaublich. Und man kann im Prinzip in diesen Lack eintauchen, zumindest dann, wenn er so glänzt wie hier. Dieses Auto ist gerade einen Tag alt. Es wurde gestern abgeholt vom Service Center und es sieht einfach nur fantastisch aus. Leider gab es hier bei dem Model Y Performance aus Grünheide auch ein, zwei Mängel, nämlich das hintere Rücklicht saß nicht richtig drin, das muss noch eingestellt werden. Und die Beifahrertür rechts steht ein wenig vor, die muss auch noch eingestellt werden. Und im Lackbild gab es ein, zwei Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben, aber sonst sah das Auto wirklich perfekt aus.